Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger im Stream. Flüchtlinge sind keine Strafgefangenen und sie einzusperren wie verurteilte Kriminelle widerspricht der Menschenwürde und geltendem Recht. Der Europäische Gerichtshof und der Bundesgerichtshof haben im Juli diesen Jahres klargestellt, dass Abschiebehaft in normalen Gefängnissen nicht zulässig ist. Daher musste der Standort Büren aufgegeben werden, und das ist auch gut so. Nach meinen Informationen sprechen Gerichte übrigens immer weniger Haftanordnungen aus. Es scheint also auch ohne zu gehen. Brauchen wir vielleicht gar keine Abschiebehaftanstalt? Schön wäre das, ja, für die Menschen, die nichts anderes getan haben, als in unserem Land Schutz zu suchen und die nicht verstehen können, dass sie hier nicht bleiben dürfen. Diese Menschen sollten wir nicht einsperren. Jetzt pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass es für Büren wohl langfristige Verträge gibt, die das Land Geld kosten, ob eine Nutzung stattfindet oder nicht. Und jetzt wollen Sie quasi als Ultima Ratio, als letztes Mittel aus Büren wieder eine Abschiebehaftanstalt machen und dafür hier die Gesetzesgrundlage schaffen. Denn so soll man dieses Papier hier ja wohl verstehen. Mich wundert dabei, dass der Gesetzentwurf aus dem Parlament von den rot-grünen Fraktionen kommt und nicht von der Landesregierung. Wollen Sie damit das Gesetz in einem beschleunigten Verfahren durchbringen? Weil Gesetzentwürfe der Landesregierung haben ja üblicherweise einen etwas längeren Beratungsweg. Ich denke, man wird das sehen. In einem beschleunigten Verfahren ist aber anscheinend ja der Gesetzentwurf selbst entstanden, weil ein Blatt mit 5 Paragraphen, ein paar Begründungen, das sieht so aus wie die Basisversion aus dem Gesetzesgrundbaukasten. Sie können doch sich nicht ernsthaft hinstellen und sagen, dass mit diesem Gesetzentwurf, dem Trennungsgebot der EU-Richtlinie 115 EG zu entsprechen ist, also der Trennung Abschiebehaftvollzug und Strafvollzug. Und in Paragraph 2 heißt es sogar, für den Vollzug der Abschiebehaft gelten die Regeln des Strafvollzugsgesetzes. Wo ist da die Trennung? Das ist doch eine Farce. Wem wollen Sie denn hier was vormachen? Von wichtigen und notwendigen Regelungen zur Annahme, Unterbringung, zu Außenkontakten, Sicherheit und Ordnung keine Spur. Es geht hier um Flüchtlinge und nicht um Strafgefangene, und da passt das Strafvollzugsgesetz nicht. Meine Damen und Herren, ich kann zwar nicht sagen, dass ich mich auf die Beratung im Ausschuss freue, aber wir werden das Gesetz da sicher noch genauer unter die Lupe nehmen, wobei da eigentlich nicht viel bleibt. Aber Abschiebehaft mit einem Platzhaltergesetz geht gar nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.